Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Stebio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest hier heute zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir feiern heute 10 Jahre OMSI. Leute, es ist schon wieder soweit. Es sind jetzt 10 Jahre. 2011 erschien im Februar am 18. OMSI 1 in der Digitalversion. Später im März gab es dann eine Retail-Fassung. Und wir haben uns mal heute gedacht, wir schauen uns doch heute instant einfach mal OMSI 1 an. Und ihr seht das oben links in der Ecke, Version 1.0.6 oder 1.06.000. Das ist die Oldschool-OMSI-Variante, die wir jetzt hier noch finden konnten. Ja, Gott sei Dank, ich sammle ja immer meine ganzen CDs und DVDs. Da lag das noch bei. Das war in so einer Computerbild-Zeitschrift, war das gewesen, in so einer Simulationssammelbox. Und da war OMSI 1 noch original mit bei gewesen. Und dementsprechend, ja, fand ich die Idee gar nicht mal so schlecht, die ihr damals uns vor einigen Tagen, Wochen im Livestream gepostet habt. Man könnte doch das Ganze mit OMSI 1 so ein bisschen feiern. Denn ich war ja eigentlich der Meinung gewesen, es hat sich tatsächlich nicht viel verändert zu OMSI 1 und OMSI 2. Aber doch, das ganze Menü hat sich ein bisschen verändert. Und wie gesagt, heute mal, um so ein bisschen mal zu gucken, werden wir uns jetzt heute diese Folge mal so ein bisschen widmen und werden uns mal OMSI 1, den Klassiker von 2011, hier heute mal anschauen. Und von daher, ihr seht es, es ist Berlin-Spandau und wir sind hier direkt am Rathaus Spandau und ja, damit fing früher alles an. Ich weiß noch, die ersten Videos, die ersten Bilder, die man im Internet gefunden hat, die sahen einfach fantastisch aus, die sahen großartig aus. In der ersten OMSI-Version, was hatten wir da? Wir hatten ja die Karte Spandau, wir hatten, glaube ich, die Karte Grundorf. Es müsste meiner Meinung nach auch noch dabei sein, bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so 100% sicher. Es gab den MAN SD200 und den SD202, glaube ich. Beide Doppeldeckerbusse, da kommt der eine, da hinten fuhr der andere. Und ja, sonst, wie gesagt, die KI-Autos haben sich mit der Zeit nicht verändert. Auch die Menschen haben sich nicht verändert. Von daher, hier sieht man halt ein bisschen mehr Schatten, ne? Wenn wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen angucken. Ne? Es läuft gefühlt halt alles auch noch mal ein bisschen flüssiger, alles ein bisschen runder, als es noch ja, jetzt mit OMSI 2 halt ist. Da hinten fährt die S-Bahn. Ach, schön. Ja, das sind halt immer so diese Nostalgiepunkte. Fangen wir doch mal direkt mal an. Und zwar, wenn wir einfach mal instant jetzt hier auf die ESC-Taste drücken, ne, wenn wir das erste Mal OMSI starten, wisst ihr ja, wie das Ganze halt so früher aussah. Das Auswahlfenster, und das wollen wir uns hier heute mal angucken. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein neues Spiel starten, kam nämlich dieses Fenster. Der Hintergrund war schwarz und dann kam dieses Fenster. Ne, wir sehen hier OMSI. Wir können hier die Fahrerakte anlegen. Wir können hier die Karte auswählen, die wir haben. Grundorf ist auch mit bei, sage ich doch. Und es war nur Berlin-Spandau 1989 mit dabei gewesen. Nicht so wie jetzt OMSI 2 von 1986 bis 1994 oder sowas. Hier ist wirklich nur Berlin-Spandau 1989 dabei. Wir können eine gespeicherte Situation haben, wenn wir das Ganze möchten, die Hofparade. Aber sonst sieht das Ganze hier eigentlich genauso aus wie vorher. Hier haben wir das Optionsmenü. Hier hat sich ein bisschen was verändert. Ich glaube, es könnte eigentlich das Gleiche sein. Wenn wir hier auch wieder auf die Grafik gehen und so weiter und so fort. Geräusche, Umgebungsverkehr. Ja, Add-ons gibt es ja leider gar nicht so viele, habe ich gesehen. Aber da komme ich später nochmal dazu. Wir haben hier die Linie 92 von Freudstraße Rathaus-Spandau oder auch Heerstraße-Stadtgrenze und die Linie 13N, die von Rathaus-Spandau nach Heerstraße geht, unsere Nachtlinie. Und mehr haben wir hier in den Optionen gar nicht. Ja? Wenn wir jetzt hier die Tab-Taste drücken, ihr seht schon da oben, öffnet sich dann unten das Hartz-IV-Menü, was ja hier unten eigentlich immer unten rechts immer kam, haben wir jetzt hier oben, haben wir das Ganze. Ihr könnt es auch sehen, gut. Und interessanterweise funktioniert damals schon Track-AR. Das ist ja Wahnsinn, dass das schon funktioniert hatte. Auch wenn wir uns jetzt den Bus auswählen, ja, ich drücke jetzt hier mal auf New rauf, ne, hat sich auch nichts verändert. Ja? Also das Bus auswählen ist eigentlich genauso. Hier sehen wir den SD200, hier haben wir den SD202. Ja, und das sind ja so diese beiden Busmodelle, die ja mitgeliefert worden sind am Anfang. Wir haben hier ein bisschen was mit Aussehen, mit Weltinswerbung, Spandau und Grundorf. Und sonst haben wir ja hier oben noch Bus wechseln. Wir haben hier oben den Mechanik-Button. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal anlassen. Das sieht ja furchtbar aus. So, ja, komm.
Hat sich gleich gefangen wieder. Sehr schön. Und wir haben hier den Polizeinotruf. Oder hier, es ist kein Unfall passiert. Wir haben wir hier, können wir die Personalakte direkt einsehen. Ne? Unbekannter Fahrer. Haltestellen sind wir schon 30 angefahren. Keine Unfälle, keine Malfahrerflucht und so weiter und so fort. Wir haben hier oben den Linienplan, den wir auswählen können. Hier können wir wechseln zwischen PC und so weiter und so fort. Hier haben wir die sogenannten Hilfspfeile, können wir hier aktivieren. Also das, was früher alles hier in dem Hartz-IV-Menü war, ne, das hat sich war hier damals oben in der Leiste drin gewesen, statt hier unten rechts in der Ecke. Ja, sonst könnt ihr hier noch einstellen zwischen Tracker R, Uhrzeit und wie das Wetter so ist. Können wir mal jetzt hier einfach mal sagen, Schmuddelwetter, ja. Dann sieht das Ganze dann dementsprechend so aus. Ne, also das ist halt wie halt OMSI 2 mittlerweile, ja, ist das jetzt hier in OMSI 1 nach oben verschwunden. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache eigentlich, ja, dass man das Ganze mal so sehen kann. Und es gab schon damals die Möglichkeit, das Ganze halt auch schon mit den Wetterdaten auslesen zu lassen. Gut. Gehen wir mal jetzt hier, schnappen wir uns mal einen Bus, würde ich sagen, und fahren mal so ein paar Haltestellen, würde ich sagen. Jetzt gar nicht so viel, denn ich will nämlich heute Abend, und das ist nämlich nochmal, vielleicht nochmal so ein kleines, großes Dankeschön nochmal so an die wundervolle OMSI-Zeit, werden wir heute Abend einen Livestream zu machen. Wir werden OMSI 1 heute hier live streamen nochmal, um das Ganze halt nochmal ein bisschen zu feiern. Hier Europa Center, haben wir hier Köpenick Bank. Was haben wir? Oh, das gibt's doch ordentlich. Wodka, Gorbatschow. Aber ich bin jetzt nicht so der Trinker. Pfennigs. Oh, komm, wir nehmen Pfennigs. Spandau und starten hier am besten in der Freudstraße. Oder? Nö, komm, wir fangen mal hier Stadtgrenze an. So, dann laden wir uns hier so ein bisschen hin. Ne? Und hier sehen wir dann schon, ne? Da hinten sehen wir die Grenze. Ja, das ist schon. Das sieht man nicht alle Tage. Ja, aber das ist halt so, das ist ziemlich cool gemacht eigentlich. Ja, wir können da jetzt auch mal so schnell mal so hinswitchen und so ganz mal angucken. Hier sehen wir dann so die Grenze, halt wie sie denn hier alle abgefertigt worden sind und so weiter und so fort. Ne, mit der Berliner Mauer hier, Ost und West halt, ne? Und das ist eigentlich eine relativ interessante Sache. So, steigen wir hier in unseren Bus ein. Ihr seht auch, Lenkrad funktioniert. Ja, kurz mal wieder eingestellt und dann klappt das Ganze halt auch wieder. Das ist eine relativ coole Sache. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Nicht, dass der Ton vielleicht zu laut ist oder sowas, dann versteht ihr mich wieder nicht. Das ist ja immer noch OMSI 1 hier. So, dann hauen wir mal jetzt erstmal hier die Heizung auf volle Pulle. Und werden jetzt erstmal hier die Beleuchtung überall anmachen. Zweiten Gang legen wir hier ein. Das ist der Automatikgang. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum. So, Linie 100, nein, siehst du, ha, jetzt habe ich mich wieder selbst, Linie 092 müssen wir. So, aber erstmal brauchen wir mal einen Fahrplan. Und den wählen wir uns hier oben aus und auch hier, ne, es hat sich einfach nichts verändert. Stadtgrenze 14.23, haben wir nicht noch was früher? Stadtgrenze 14.03, na gut, nehmen wir den hier. So, dann müssen wir die Uhrzeit mal vorspulen auf 14 Uhr. So. Kurz arbeiten lassen. Sehr schön. Und jetzt fahren wir Stadtgrenze ab, genau. Linie 92 von 14.03 Uhr. Also Route 2 Richtung Freudstraße. Passt. Ja, und hier sehen wir es. Ne? Wenn das Ganze hier so richtig schön umschildert. Spandau, Freudstraße. Klar, man kann das Ganze jetzt natürlich ja auch noch in OMSI 2 nachspielen. Ja, wenn man halt jetzt zum Beispiel 1980 eintippt, Spandau. Aber es ist halt irgendwie nochmal was anderes. Aber hier sind auch ganz, ganz kleine Features bei, die es gefühlt in OMSI 2 nicht geschafft haben. Ja? Wenn ihr zum Beispiel den KI-Verkehr, die Vorfahrt nimmt, fangen die an zu hupen. Das kannte ich gar nicht. Das habe ich total verdrängt. Das ist irgendwie an mir komplett vorbeigezogen. Ja? Aber wie gesagt, Tracker Air funktioniert halt auch. Also wenn wir das möchten, könnten wir das auch alles benutzen. Habe ich jetzt mal weggelassen. Ja, weil das ist ja nun. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Bitte. So eine Kurzstrecke. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. So.
Alles klar. So, genau. Und Spitzig halt genauso wie Romzi 2. Ja, aber das ist halt irgendwie gefühlt was Nostalgisches halt, weil du ganz genau weißt, das ist da oben Romzi 1, was wir gerade spielen. Ja, und das ist eine geile Sache. So, 14.3, können wir abfahren ruhig. Wie gesagt, wir werden die Tour nicht zu Ende fahren. Das machen wir heute Abend schön im Livestream, denn aber um einfach mal so ein bisschen reinzugucken. So. Guten Tag. Tag. Immer normal. Ah, Manfred will wieder ein Ticket hier. Ja, die Stimme hat sich auch nicht verändert. Da, habt ihr gehört? Die hupen. Hallo. Können Sie ein bisschen heizen? Ist schon an, junge Dame, ist schon an. So, ja, also ihr seht, es hat sich halt... Vom Menü her hat sich einiges verändert, vom Spiel selbst her natürlich nicht, ja. Aber damals, wie gesagt, schon absoluter Kulttitel. Zu Recht heute immer noch einer der besten Bus-Simulatoren, wie ich finde. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Frage. So, jetzt machen wir mal ganz kurz gucken. Magistratsweg sind wir. 14.07 Uhr. 14.06 Uhr, immer noch eine Minute Verfrühung hier. Warten wir mal kurz unsere Zeit ab. Ja, also ich war auch schon ein bisschen auf der Suche gewesen, ob ich hier irgendwelche Mods finde oder sowas. Kannst vergessen. Für Omsi 1 findest du absolut keine Mods mehr. Du findest keine Karten mehr, du findest keine Fahrzeuge mehr. Es gibt halt wirklich echt wenig DLCs tatsächlich nur. Es gibt den O305 meiner Meinung nach, den es als DLC gab. Es gab Hamburg Tag und Nacht als DLC für Omsi 1. Und es gab Wien halt von View App. Die beiden Linien. Aber sonst, glaube ich, gab es keine weiteren DLCs mehr. Wie gesagt, auch was so... Wie gesagt, im Mods-Technik-Bereich findest du nichts mehr. Ich habe auch probiert, halt, ob man vielleicht die Mods von Omsi 2 vielleicht in Omsi 1 benutzen kann. Auch das funktioniert nicht. Da kommt dann gleich eine Fehlermeldung. Ist ein bisschen schade, deswegen kann ich euch echt
heute nur einen Standard-Content zeigen. Ich hätte mega Bock drauf. Tatsächlich hier, um sie nochmal so einen richtig schönen nochmal aufzuwühlen. Aber wie gesagt, ist ja natürlich nichts anderes als Omsi 2 halt, ne? Aber es fühlt sich halt irgendwie total schön an. Und es lief halt schon damals absolut bombastisch. Das muss man auch mal sagen, ja? Also 2011 gab es ja nun schon den ein oder anderen Simulator, muss man da ja gestehen. Die liefen, ja, und ja, da kamen die raus. Die hast du zwei, dreimal gespielt und dann halt nie wieder. Weil sie halt dann einfach, ja, nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier bei Omsi der Fall ist. Also Omsi hat sich wirklich durch diese 10 Jahre so massiv durchgesetzt, dass es schon unglaublich halt ist, ja. Dass es die Zeit auch mittlerweile so schnell vergangen ist, hier in Trostbach. Dass die Zeit so schnell vergangen ist, dass wir jetzt hier wirklich 10 Jahre schon Omsi spielen, ne. Das ist halt, kann man irgendwie kaum glauben. Es kommt heute auch nochmal ein extra kleines Mini-Video. Das habe ich dann nochmal ein bisschen was zusammengebastelt. Ne, wo wir uns nochmal ein bisschen was anschauen so von Omsi. Aber wie gesagt, so eine Let's Play-Folge muss hier halt auch noch existieren hier auf dem Kanal. Schön den Klassiker Omsi. Und wie gesagt, heute Abend werden wir dann nochmal einen Livestream zu machen. Werden dann nochmal ein bisschen spannender hin und her fahren. Und werden noch mal so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. So, meep. Cool. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in Omsi 1 irgendwie drin ist, muss ich gestehen. Kann ich mich nicht dran erinnern. So, kommen wir mal ein bisschen vor hier. Da drüben ist nämlich unsere Haltestelle. Aber ja, Straße ist voll. Und ihr seht halt, ne, keine Mods drin, keine Passanten oder sonst irgendwie was. Wir hatten jetzt unsere letzte Leitstandfahrt ja in Spandau gehabt. Da habt ihr gesehen, wie hochgemoddet ich das Ganze hatte. Also mit dem ganzen KI-Verkehr und so weiter und so fort. Ihr fahrt noch, alles klar. Dann warte ich, aber jetzt fahre ich. Und ich weiß noch, so meine erste Zeit halt mit Omsi. Ich weiß noch, das habe ich mit Tastatur gezockt. Und es war so grauenhaft gewesen. Es hat aber trotzdem so Spaß gemacht. Hallo. Hallo. Und das Ganze jetzt halt mit dem Lenkrad zu spielen, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich habe mir wirklich erst im Laufe der Zeit, wo ich dann Omsi gespielt habe, erst ein Lenkrad besorgt. Wie gesagt, auch mit Omsi 2 habe ich anfangs erstmal noch mit Tastatur gespielt. Aber irgendwann war dann fällig gewesen, dass ich mir dann ein Lenkrad besorgen musste. Und ja, da war dann Omsi natürlich schon wieder längst Geschichte gewesen. Wird auch sofort unterstützt halt alles, ja. Auch wie gesagt, Tracker Air, falls ihr das Ganze haben solltet, wird das Ganze extrem gut unterstützt. Und ich finde halt persönlich, muss ich sagen, die Performance ist hier tausendmal irgendwie gefühlt flüssiger als bei Omsi 2 halt, ne. Aber gut, das ist jetzt auch nur Spandau. Es gibt ja viele andere Karten, ja, die dann natürlich die Performance natürlich erst fressen. Auch nicht, das ist sehr nett von dir. Ja, hup mal noch. Und dann geht das Lämpchen an. Ja, wie gesagt, wir werden uns heute Abend so ein bisschen über Omsi 1 unterhalten. Wie gesagt, das Ganze halt mal so ein bisschen feiern. Schauen wir mal. Und einmal kurz Strecke, bitte. Wie gesagt, halt. Versuchen mal so ein bisschen drüber zu reden, wer schon mit Omsi 1 angefangen hat oder wer erst mit Omsi 2 angefangen hat. Ja, das sind alles immer so, da kommen schöne Geschichten immer zusammen. Tageskarte. Danke. Einen normalen Fahrschein.
Segeburger Weg. Nee, Seeburger Weg. Nicht Segeburger, Seeburger. Ja, man merkt, ich bin hier nicht in Spandau groß unterwegs. Ja. Aber wie gesagt, das musste sein. Das war eine coole Idee. Also vielen Dank an denjenigen, der mir die Idee hier in den Raum geschmissen hat. Ich bin dann auch gleich dann runter in den Keller und habe gleich nach dieser DVD gesucht. Wie gesagt, damals war der Computer mit Spiele 17. Spielevollversion sind hier drauf. Keine Ahnung, Volume 1. Da hast du auch noch den Landwirtschaftssimulator 2013 drauf gehabt. Wie gesagt, da war halt zufällig halt noch OMSI drin. Ich habe mir natürlich OMSI gleich nochmal original bestellt gehabt, weil ich nicht wusste, ob ich sie noch habe oder nicht. Interessanterweise auch, ne? Das Ganze muss über diesen Aerosoft Launcher laufen, den es damals noch gab. Wenn ihr euch daran erinnern könntet, musstet ihr auch immer euch da wie bei Steam halt praktisch so einen Account anlegen, musstet eine Seriennummer dann online verifizieren lassen und ja, da prüft ihr dann nach Updates, findet natürlich keine mehr, weil ja, 1.06 letztes Update war. Ja, und so ist OMSI von 2011 bis heute noch einer, wie gesagt, der wichtigsten Bus-Simulatoren, die es gibt. Musst du mir jetzt die Vorfahrt oder wie fahren? Ist sehr nett, ne? Genau, und mal gucken, wie lange noch, wie lange er sich noch durchsetzen kann zu den ganzen anderen Simulatoren. Wie gesagt, dieses Jahr steht dann einiges an mit The Bus und dem Bus-Simulator. Gucken, ob er weiterhin die Nase vorne halten kann. Aber auch wenn, wird OMSI bei mir immer einen Platz haben. So, das schon ein bisschen unterwegs sein hier, oder? Ja, genau. Den Bordschirm genommen. Hallo, einmal kurz. Einmal die Kurzstrecke. Dankeschön. Bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Ja, naja. Nostalgiefaktor, wie gesagt, hoffentlich geweckt worden. Wie gesagt, vielleicht sind euch ja noch gute Erinnerungen geblieben. Dann könnt ihr die auch gerne hier unten in die Kommentare posten. Ja, notfalls, wie gesagt, heute Abend im Livestream, ich denke mal so ab 19, 19.30 fangen wir an. Das war hier den Lostream mit OMSI 1. Und das wird, das wird toll, das wird super. Muss man dann sagen können, auf die nächsten 10 Jahre hier in OMSI. Und ich glaube, auch die überlebt er tatsächlich noch, die nächsten 10 Jahre. Es sind noch so viele DLCs angekündigt, ja. Ob sie jetzt nun wirklich kommen, das ist immer so eine Sache halt, ne, weiß man ja. Aber das ganze Geld, was ich in OMSI 2 reingesteckt habe, das habe ich so allemal raus, ohne. Da kann ich gar nicht zu sagen. Das habe ich mittlerweile schon so dicke raus. Und auch wenn es irgendwie gefühlt 500, 600 Euro sind oder sowas, ja, die bezahlst du ja in der Regel nicht einmal, sondern die bezahlst du ja dann immer so Stück für Stück. Denn also mit knapp 1600 Stunden OMSI 2, glaube ich, ist das für eine Simulation schon ein ordentlicher, gerechtfertigter Preis. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne eure Ideen, Meinungen oder sonst irgendwas mal gerne in die Kommentare posten. Und mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere heute noch sein OMSI 1 rauskramt und auch nochmal testen will. Denn wir spielen das Ganze hier tatsächlich auf Windows 10. Es funktioniert. Wie gesagt, mit der ganzen Optik hier, so wie ihr es gerade seht, es läuft flüssig. Einzige, was bei mir ein bisschen kurios ist, weiß ich nicht warum, das muss ich auch heute Abend im Livestream machen. Ich muss meine Tastleiste unten ausblenden lassen, denn die ist immer im Vordergrund. Ja. Wir sehen auch oben immer die ganze Zeit OMSI. Es gibt keine Möglichkeit, dass du hier einen Vollbildmodus irgendwie aktivieren kannst. Wie gesagt,
Das ist halt nicht. Und wenn ihr vielleicht noch eine Seite kennt, wo man hier noch alte OMSI 1 Mods herbekommt, dann lasst auch mal das gerne mal da. Vielleicht habt ihr ja irgendwo eine Seite, wo man noch so schöne alte Mods herbekommt für OMSI 1. Könnte man das vielleicht heute Abend ja mit in den Livestream ja zum Beispiel noch mit einbinden. Danke. Also wenn ihr da irgendwo unterwegs seid im World Wide Web, dann lasst mich das doch gerne wissen. So, du fährst nicht? Doch, du fährst. Wundervoll. So, kommt da rein. Hallo. Hallo. Wenn wir uns ein bisschen abwechseln mit den beiden Fahrzeugen, die wir denn heute fahren können hier, ist ja bloß der 202 und der 200er. Mehr gibt's ja leider nicht. Wenn wir mal gucken, dass wir in der Runde hin so fahren, in der anderen Runde so wieder zurückfahren, dann mal tauschen vielleicht und so weiter und so fort. Wir werden uns zumindest heute auch die beiden Fahrzeuge angucken. Aber so sieht es also aus. So war damals OMSI 1. Ja, für alle, die es vielleicht gar nicht wussten. Ja, vielleicht haben sie ja gedacht, OMSI 2 ist der Name. Ja, es gab den vorigen Teil. Nee, gab es halt wirklich. Und jetzt haben wir einen kleinen Nostalgiefaktor hier auf dem Kanal mit OMSI. Ich bin mega stolz drauf. Also wie gesagt, an den Nähen, der das auf jeden Fall eingepostet hat. Großes Dankeschön für die Idee. Ich wäre da jetzt persönlich nicht drauf gekommen, tatsächlich. Aber dazu hat man ja so eine tolle Community. Manchmal kommen da dann Ideen raus, wo du denkst so, geil, das kannst du tatsächlich wirklich umsetzen dann halt, ja. Ich würde sagen, wir enden hier auch unsere Fahrt hier in Spandau. Wie gesagt, denn heute Abend 19:30 Uhr denn der Livestream zu OMSI 1 denn. Also ich würde mich natürlich über zahlreiches Kommen freuen, ja, gerne mal einfach mal mitplaudern, so Zeit von OMSI. Bin da mal gespannt, was Phasus und Hobby damals zu OMSI 1 gesagt haben, das Ding was wird oder nicht. Nee, da kommt ja aber gewaltig nah hier. Lass mal den mal ganz kurz hier mal ein bisschen vorbeifahren hier, bevor ich da jetzt in so eine Zwickmühle komme. Der mich hier ein bisschen einkesselt hier, das wäre natürlich nicht so schön. So. Hier steigen sie dann ein. Und hier, wie gesagt, eine Kurzstrecke, bitte. Endet erstmals unsere Folge hier. Danke. Zu OMSI 1. Wie gesagt, dieser Wow-Effekt, der ist leider schon ein bisschen vorüber. Hallo. Aber einen normalen Fahrschein, bitte. Ich weiß, wo ich das erste Mal OMSI 1 gestartet habe. Es war ein tolles Gefühl. Es war ein tolles Gefühl. Weil es halt auch alles funktioniert. Es läuft halt alles. Ne? Und es macht halt auch alles. Wie gesagt, hier diese kleinen Fehler hier mit diesen Nachladen, die gab es halt auch schon früher. Ne? Aber so, wie gesagt, kam damals halt OMSI im Handel. Und wie gesagt, lieben gelernt bis heute, 10 Jahre später. Immer noch eine der Simulationen. Ich glaube, damals, vor 10 Jahren, hätte sich keiner denken können, dass die Welt immer noch OMSI spielt. So sind manchmal die Dinge. Aber wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion und schreibt selber unten mit rein. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und würde mich natürlich freuen, euch heute Abend wieder begrüßen zu dürfen hier im Livestream. Es kommt noch ein Video, ein kleines, was ich auch noch schnell erstellt habe für das 10-jährige Jubiläum. Vielleicht wollt ihr da auch noch heute gerne noch mal reinschauen.
Und sonst, wie gesagt, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du die Zeit hier genutzt hast, mit mir gemeinsam uns eine 10 Jahre alte Simulation anzugucken, die bis heute noch eine der wundervollsten Simulatoren ist, die aktuell so im Busbetrieb unterwegs sind. Dementsprechend, ja, lasst mir gerne ein Like da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis denn. Tschüss.